Ja, einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch die Industriegewerkschaft Bau und Agrarumwelt ist in der Tarifgemeinschaft. Und wir sind zwar eine kleine Fangemeinschaft, aber wir sind fast alle da. Und ich würde einfach mal sagen, die Kolleginnen und Kollegen des Grünflächenamtes Lichtenberg, die Berliner Forsten und die solidarisch erklärten Forsten Brandenburg sind heute hier, um gemeinsam mit euch diesen Tarifauseinandersetzung zu unterstützen. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten für diese Stadt und für den Sauerstoff in dieser Stadt, dass diese Stadt leben kann. Sie arbeiten in 25 Meter Höhe und ab und zu auch mal etwas tiefer in der Erde, die Kolleginnen und Kollegen der Friedhöfe. Aber sie arbeiten bei 30 Grad im Schatten draußen und sie arbeiten bei 20 Grad minus draußen. Und diese Arbeit ist es wert, vernünftig entlohnt zu werden. Die Grünflächenämter sind in den letzten Jahren die Sparschweine der Bezirksämter gewesen. Wenn es überhaupt noch welche gibt, sind sie dermaßen ausgedünnt, dass die Kolleginnen und Kollegen, die übrig geblieben sind, und meistens sind es ja die älteren Kollegen, die jüngsten sind so um die 50, müssen zeigen, was sie noch können, damit diese Stadt grünt und blüht. Die Kolleginnen und Kollegen, die in 25 Meter Höhe die Bäume pflegen, wir nennen das immer Baumkosmetik, die haben einen sehr anstrengenden und einen sehr schwierigen Job. Und diesen müssen sie vernünftig entlohnt bekommen. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich in jahrelanger Arbeit angestrengt, Erfahrung gesammelt und diese Erfahrung möchten sie gerne weitergeben. Und zwar an jüngere Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen fordern wir die Kolleginnen Auszubildenden, die wir selber ausbilden, zu übernehmen, endlich alle zu übernehmen. Und zu guter Letzt wollen wir selbstverständlich von dem Lohn, den wir erarbeiten und wo wir Rente abführen, auch vernünftig im Alter leben können. Und deswegen sind wir heute hier und deswegen unterstützen wir euch. Ich danke euch.